Ihre Hauptrolle in dem Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel von 1973 machte sie bekannt. Nun ist die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková im Alter von 68 Jahren gestorben. Generationen von Kindern sind mit ihr aufgewachsen. Die DEFA-Koproduktion, unter anderem gedreht auf Schloss Moritzburg, ist bis heute fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms, auch im deutschen Fernsehen. Die Schauspielerin mit dem bezaubernden Lächeln war danach lange Zeit auf die Märchenrolle festgelegt. Dabei wirkte sie insgesamt in fast 150 Kino- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem auch in dem mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Drama Kolja von 1996. Šafránková und ihr Ehemann, der Schauspieler Josef Abram, galten lange als das Traumpaar des tschechischen Fernsehens. 2014 erkrankte sie an Lungenkrebs. Sie verstarb am 9. Juni in einem Krankenhaus in Prag, zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag.